Herzlich willkommen beim 6. AOK Fritze Handballcamp. Wir als erster VfL Potsdam sind sehr, sehr stolz, das zum 6. Mal machen zu dürfen. Es kommt hier nicht unbedingt darauf an, die neuen Nationalspieler oder Nationalspielerinnen zu sichten, sondern vor allem kommt es darauf an, dass die Mädchen und Jungen hier unglaublich viel Spaß haben. Das 6. AOK Fritze Handballcamp. Auch in diesem Jahr waren das wieder 4 pickepackevolle Tage voller Spaß, Sport und Spiel. Mir gefällt das Camp sehr gut, denn wir machen verschiedene Übungen. Jeden Tag gibt es einen Schwerpunkt. Mit dabei beim ersten VfL Potsdam, und zwar voller Freude, 50 Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 12 Jahren. Und Alexander Hase, der Co-Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft. Dann kam ein Potsdamer Trainer, Gerhard Bayer, und hat die beiden Großen angesprochen, ob die nicht zum Handball wollen. Und ich bin einfach mitgegangen. Die beiden waren nach 3 Wochen nicht mehr da und ich bin von da an da geblieben. Also auch Alexander Hase hat hier in Potsdam mal ganz klein angefangen. Aber beim AOK Fritze Handballcamp geht es traditionell nicht nur um Sport, sondern auch um gesundes Essen und Trinken. Ja, das hat geschmeckt. Und eine AOK Ernährungsexpertin, die war auch dabei. Coca-Cola nach einem Handballspiel. Ist das gut oder nicht? Richtig. Nein, natürlich nicht. Sibylle Rose half den Kiddies, also auch theoretisch quasi ein bisschen auf die Sprünge, alles ohne erhobenen Zeigefinger, natürlich echt fritzemäßig halt hier beim ersten VfL Potsdam. Weiter gibt es ein Turnier. Die Übungen sind witzig, manchmal auch anstrengend. Und ich würde gern wiederkommen. Und das ist es doch am Ende, was zählt. Also eine rundum gelungene Veranstaltung, dieses 6. AOK Fritze Handballcamp.